Hi liebe Leute, und zwar heute wieder ein Fahrtechnik-Video. Und zwar geht es um die größte Fahrtechnik-Lüge. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist wirklich so. Ich bin ja seit über 12 Jahren Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer und kann da wirklich aus den Erfahrungen berichten, was ich selber gemacht habe, was ich so von anderen kenne. Und die größte Fahrtechnik-Lüge möchte ich euch jetzt zeigen und erklären und bin interessiert, wie eure Meinung dazu ist. Let's go! So, also hier muss man zwar kein Trail-Profi sein, aber schon eine solide Fahrtechnik haben, wenn man so steile Dinger fährt. Und was wir jetzt, das war kein gelungener Abstieg, mit dem Fahrtechnik-Kurs anders lernen. Ich bin gerade im Kameramodus. Und zwar, was ist denn die Fahrtechnik-Lüge, die dann auf den Webseiten der Fahrtechnik-Schulen und in der Kommunikation so getätigt wird? Und zwar wird gesagt, wir bringen dir im Bunnyhop-Kurs den Bunnyhop bei. Oder wir bringen dir bei, einen Hinter zu versetzen. Oder wir bringen dir bei, wie du ganz schwierige Stellen fährst. So, man könnte jetzt sagen, okay, klingt ja erstmal recht harmlos, wir bringen dir das bei. Aber eigentlich ist doch klar, gerade wenn du ein höheres Manöver, so wie ein Bunnyhop oder so ein komplexeres lernen willst, aber auch für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, wenn du wirklich eine richtig gute Radbeherrschung, Radkontrolle, Gleichgewicht, schwierige Stellen fahren, Wurzeln, steil, sowas, einen ausbalancierten Stand auf dem Fahrrad haben willst, das musst du selber lernen. Das kann dir keiner beibringen. Das ist wie bei einer Sprache, beim Jonglieren oder beim Instrument lernen. Das musst du selber lernen. Es gibt Unterricht, damit du Tipps bekommst. Was musst du lernen, wie kannst du es lernen und Feedback bekommst. Das ist wichtig, aber das Lernen an sich musst du selber. Typisches Beispiel ist der Wheelie, den wollen ja auch viele lernen und ähnlich wie den Bunnyhop und so weiter. Ich verlinke mal unten die Videos dazu und die Videos, was der größte Fehler ist, wenn man sowas überhaupt lernen will. Ist es so, das kann dir keiner beibringen an sich, aber es wird so versprochen. Und dann wird gesagt, wir üben das in der Ebene, das ist ein ganz gängiges Prozedere im Fahrtechnikkurs. Man geht im Parkplatz hin, übt man was, zum Beispiel im Bunnyhop, die einzelnen Schritte, man guckt, wo sind die Teilnehmer, gibt da Feedback, guckt, wo sind die Baustellen und kann eine Videoanalyse machen. Also gut ausgebildete Trainer haben da schon viele Werkzeuge. Aber dann ist eigentlich die Sache, so, jetzt weißt du, was du üben musst, wie du es üben musst, jetzt gehst du nach Hause und übst das mehrfach die Woche vor der Haustür, einfach mal 10 Minuten, 20 Minuten und so kannst du es lernen. Du musst es selber lernen. Ich gebe mal ein Beispiel, was man wirklich jemandem beibringen kann, ist zum Beispiel, wenn du ein Kind, was für eine Schleife machen kann, am Schnürsenkel, du willst ihm noch einen besonderen Knoten zeigen, wenn du einen kannst, vom Seemannsknoten oder so, dann kannst du ihm das zeigen, das Kind guckt sich das an, macht das dann selber, dann guckst du nochmal drauf und dann hast du ihm dem Kind das beigebracht, weil es wusste ja nicht, wie der Knoten geht und dann kannst du das auch direkt machen. Muss natürlich, wenn dann den Knoten häufig machen will, auch üben, aber es ist nicht, wie gesagt, das Kind will jetzt Instrument lernen, da hat zwar auch einen Gitarrenlehrer, aber muss es trotzdem selber lernen, viel üben. Und das ist die Sache, wenn jetzt jemand einen Hinterradversetzkurs macht, es gibt diese ganzen Spezialkurse, die ich auch mache zum Beispiel, oder Dropkurs oder so. Gerade beim Hinterradversetzen, so ein Klassiker, dann steht dann da, auf dem Parkplatz üben wir die einzelnen Schritte, gehen dann in den Trail und wenden das an. Und das sehe ich sehr kritisch, weil erstmal müssten die Leute eigentlich nach Hause fahren und das dann üben, damit sie es auch unter anderen, sag ich mal, Bedingungen abrufen können. Also in einem Trail, wo steil ist, eng und so weiter. Ja, ich bin mal gespannt. Wie habt ihr denn, wenn ihr schon ein hohes Level habt, die Sachen gelernt? Mit Anleitung, mit Kurs? Wie lange habt ihr gebraucht? Oder gibt es was, wo euch noch ein bisschen die Zähne ausbeißt, wo ihr sagt, boah, ich übe schon so lange am Bunnyhop und so weiter? Ich würde euch gerne Tipps geben. Unten findet ihr alles. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Also, liebe Leute, zum Beispiel den Trackstand. Einfach so locker über in der Gegend stehen, mal die Hand wegnehmen, beide Hände wegnehmen. Das ist natürlich eine Spielerei, aber das Gleichgewicht ist super. Das wollen viele üben und wenn die mich dann sehen im Kurs oder so, dann sagen die, boah, du stehst da so locker, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Ich übe das auch manchmal, bei mir ist das viel unruhiger und so weiter und so fort. Dann weiß ich, okay, die Person übt das zu wenig und jetzt kann ich ihr Schritte zeigen der Person, wie das üben könnte. Zum Beispiel, wenn man das noch gar nicht gemacht hat, dann kann man sein Vorderrad abstützen. So, als Trainer im Kurs könnte ich jetzt gucken, ist die Person zum Beispiel viel zu sehr Druck am Lenker oder steht viel zu niedrig,
dann kann ich schon im Kurs auch sagen, hier stell dich mal aufrechter, nimm mal das Gewicht auf die Füße, spiel jetzt ein bisschen mit dem Rad rum. Du kannst dich frontal abstützen oder seitlich mit dem Vorderrad. Und dann könntest du unterwegs mal rollen, kurz stehen, wieder rollen, kurz stehen. Das heißt, ich kann schon die Methodik geben im Fahrtechnikkurs, aber das Üben, dass ich dann sagen kann, ich habe den ein halbes Jahr wieder getroffen und auf einmal steht er da mega oder macht schon einen kleinen Fakie oder... Ja, und das ist halt im Grunde die Fahrtechniklüge, sagt, wir bringen dir das bei. Das kannst du auch einfach übertragen auf Magazinartikel mit Fahrtechnik, auf YouTube-Videos, seht ihr ja gerade. Da ist dann jemand, der zeigt Lernschritte, erklärt, zeigt, was wie super aussieht. Aber das Üben und das Lernen liegt bei dir. Und ich habe noch ein Motivationsvideo, wie gesagt, was ich da unten reinpacke und ein paar Tipps. Ich hänge hier an das Video noch ein unveröffentlichtes Video aus meinem Online-Lehrgang, Online-Coaching rein, dass ihr motiviert seid. Und ja, jetzt zeige ich noch ein paar kleine Kniffe und bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Also, das Gleiche ist mit dem Hinterrad versetzen. Ich habe euch ja da unten das verlinkt, wie ihr das üben könnt. Aber, dass man sagt, ich mache einen Hinterradversetzer im Gelände, das muss man wirklich erstmal lange üben, weil es hat auch viel Mentales, um Vorderrad zu fahren, sich dabei sicher zu fühlen. Man braucht viel Trial and Error üben, dass man den richtigen Punkt findet und dann die einzelnen Schritte. Und das kann man nicht direkt einfach sagen, ich fahre jetzt Spitzkern und dann wende ich das direkt mal an, weil ich das eben im Kurs schon mal Schritt für Schritt gemacht habe. Ausnahmen wäre, wenn jetzt jemand schon Hinterrad versetzen kann und der Trainer im Privatkurs oder so noch ein paar Kniffe gibt und dann so ein, ah cool, mit dem Kniff geht es noch besser und dann kann man auch in einer leichten Kehre oder auf einer simulierten Kehre im Wald, wenn man sich so mit Stöckchen oder Hütchen eine kleine Kehre macht, kann man das dann auch schon anwenden. Aber sonst wäre es wirklich einfach gelogen, wenn man so hohe Versprechungen macht und eure eigenen Erwartungen sollten auch so sein, viel üben, Blut, Schweiß und Tränen. Und dann könnt ihr all diese ganzen Manöver lernen. Es ist aber nicht so ein Nebenbei-Ding wie jetzt Fitness. Ich fahre einfach viel, dann werde ich fit, sondern man muss aktiv üben. Also, wenn ihr Leute habt wie ich, die schon ganz lange fahren, da ist natürlich ein gewisses Level, da kann man eine Stufe fahren, ein bisschen balancieren, ein bisschen gucken, die nächste Stufe fahren. So, das sind alles schon automatisierte Bewegungen. Die habe ich schon so tausende Male gemacht. Natürlich muss ich auch weiter üben, wenn ich was Neues lernen will oder wenn ich will, dass ich nicht so einroste. Aber die, die das lernen wollen, sollten wirklich Schritt für Schritt gehen, immer nochmal an den Basics rangehen. Und gerade wenn ihr in Sachen Bikepark geht, ich verlinke mal das Video, da kann es ganz schnell gehen, dass man zu sehr direkt in die Schnelligkeit geht, Tempo, Schwierigkeit der Strecken, aber das eigene Fahrtechnik-Level noch hinterher hinkt und dann ist die Sturzgefahr groß. Ja, super. Dann würde ich sagen, ich bin auf euer Feedback gespannt. Ob ihr auch dieser Meinung seid, dass das die große Fahrtechnik-Lüge ist, wir sehen uns im nächsten Video. Hi liebe Leute, der nächste Schritt steht an, das Hinterrad versetzen und da ist es wichtig, dass ihr nun spürt, wie das Ganze funktioniert. Bevor ihr das übt, möchte ich euch noch einmal das Prinzip zeigen, nachdem diese Technik funktioniert. Das Prinzip heißt nämlich, das Hinterrad folgt dem Vorderrad. Hier seht ihr das gut mit dem Fahrrad. Das Vorderrad ist eingelenkt, das Fahrrad hat eine leichte Schräglage. Später, wenn ihr auf dem Fahrrad seid, spürt ihr den Sattel am inneren Bein. Wenn ihr nun den Impuls startet, Stoppy to Nose Wheelie, will das Hinterrad in eine Flucht mit dem Vorderrad. Dadurch habt ihr einen leichten Versetzer,
Wenn ihr jetzt noch weiter dem Trail folgt mit eurem Blick, ihr habt auch den Körper, der sich mitdreht, dann geht das Hinterrad ganz rum und ihr habt einen Versetzer, ohne dass ihr das Heck nach außen werfen musstet. Das zur Theorie. Jetzt müsst ihr die ersten Schritte auf dem Bike machen, wenn alles vorher Geübte schon sitzt. Sprich, ihr nehmt euch einen steilen Hang, entweder im Freien oder markiert euch eine Kehre, fahrt ihr rein. Nun setzt ihr den Impuls, Stoppy zu Manual. Vorher habt ihr das Vorderrad eingeschlagen und den Sattel am inneren Bein gespürt. Wie von alleine kommt das Hinterrad dann mit und versetzt sich. Das werdet ihr auch direkt spüren, ob das funktioniert. Wenn ihr vorher schon viel die alte Technik geübt habt, das Hinterrad nach außen zu werfen, kann es sein, dass jetzt nochmal vielleicht eine alte Gewohnheit mit reinspielt. Das werdet ihr aber auch sofort spüren. Es gilt wieder das Prinzip Schritt für Schritt. Also macht erstmal kleine Versetzer mit dieser Methode, bevor ihr sagt, ich will direkt ganz rum. Dann bekommt ihr ein Gespür dafür und könnt euch langsam steigern, sodass das Versetzen immer mehr wird. Ihr werdet merken, dann auch bitte immer schön die Landung abfedern aus Beinen und Armen, weil der Aufprall spürbar wird. Übt das Ganze Schritt für Schritt erstmal auf eurer starken Seite. Wenn ihr da erste Erfolgserlebnisse habt, könnt ihr auch anfangen, die andere Seite zu nehmen. Ungünstig wäre es, wenn ihr sofort von Anfang an euch einen Snalom absteckt. Nun habt ihr gemerkt, die Puzzlestücke setzen sich zusammen, das Hinterradversetzen klappt, spürbar. Macht dann zum Beispiel mal mehrere kleine Versetzer in einer Kehre und dann geht es darum, das Ganze im Gelände anzuwenden. Das machen wir in der nächsten Lektion.